Und ich möchte mit Ihnen auch über das Amtsverständnis gleich zu Beginn sprechen. Nicht zuletzt, Herr Hofer, wir haben es gerade jetzt auch im kurzen Film eingangs gehört. Sie hätten die Regierung letztes Jahr entlassen. Sie haben das auch schon öfters gesagt. Sie haben ganz explizit zuletzt auch in einem Interview gesagt, wegen des Herrn Hunsdorfers. Sie hätten den alleine ja nicht entlassen können, aber die ganze Regierung jedenfalls. Die Frage ist ja vielmehr nicht die, warum Sie das getan hätten und ob Sie vorher noch Gespräche geführt hätten, sondern was wäre dann geschehen? Nein, nicht wegen des Herrn Hunsdorfers, keinenfalls, sondern wegen der Politik, die betrieben worden ist, wo hunderttausende Menschen unregistriert unser Land betreten haben. Wir sind in der Verfassung ja verpflichtet, die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu schützen. Die Verfassung sieht klar vor, dass der Bundespräsident unter bestimmten Umständen die Regierung entlassen kann. Für mich ist klar, dass wenn es eine Regierung gibt, in der man sieht, dass es dem Land Jahr für Jahr schlechter geht, dann muss man irgendwann Entscheidungen treffen. Wir hatten noch nie so viele Arbeitslose wie jetzt. Es gibt auch mehr Beschäftigte, aber vor allem Teilzeitbeschäftigte. Wir hatten noch nie so viele Schulden. Die Kaufkraft sinkt. Bei allen Rankings, die es gibt, verliert Österreich an Position. Und da muss der Präsident sagen, bitte, wir müssen es besser machen. Es gibt ja nicht nur das Flüchtlingsthema, es gibt auch andere Themen. Und wenn es nicht funktioniert, muss er Schaden vom Land abwenden. Und ich sehe mich als Schutzherr für Österreich, der solch einen Schaden abwenden will. Also auch wenn die Kaufkraft nachlässt, kann man mit der Regierung entlassen. Es ist die Summe der Maßnahmen, ja, die nicht gesetzt werden. Wenn nur die Kaufkraft nachlässt, das ist kein Grund, der Regierung zu entlassen. Weil Sie das jetzt auch ins Treffen geführt haben. Aber meine Frage war, was passiert dann? Wenn der Präsident eine Regierung entlässt, dann kann der Nationalrat, und das sind ja die gewählten Mandatare, nicht die Regierung, das sind Beamte. Ja. Regierungsmitglieder sind eigentlich hohe Beamte. Gewählt sind die Mandatare im Parlament, im Nationalrat. Dann können diese Mandatare andere Regierungsmitglieder benennen. Und wenn das nicht gelingt, dann kommt es in weiterer Folge wohl zu Neuwahlen. Weil die Regierung ja eigentlich bis zum Schluss, wenn sie nicht vom Nationalrat selbst abgesetzt wird, das Vertrauen hat, nicht? Also das Misstrauen bringt ja dann der Bundespräsident, so wie es in Ihrem Fall wäre, der Regierung entgegen, nicht der Nationalrat, dessen Vertrauen die Regierung ja noch hätte. So wie das jetzt der Fall ist, das Vertrauen von zwei Parteien, also sie würden die nicht mehr 50% der Wähler repräsentieren, sondern Neuwahlen anlegen. Aber nicht das Vertrauen der Bürger hat. Diese Regierung hat das Vertrauen der Bürger längst verloren. Aber es wäre ja auf Neuwahlen hinausgelaufen letztlich. Das wäre möglich, dass es dann Neuwahlen gegeben hätte, ja. Ist das ein Krisenmanagement, das auch Ihren Vorstellungen nahe kommt? Nein, nicht einmal ansatzweise, weil erstens einmal ist das eine Chaostheorie. Das ist Punkt 1, Punkt 2, das, was voriges Jahr passiert ist, ist durch das Schengen-EU-Gesetz gedeckt, das humanitäre Einreiserecht. Sie wissen selber, Herr Schnellhofer, dass das durch das Völkerrechtsbüro des Außenministeriums gedeckt ist, durch den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts gedeckt ist. Sie wissen auch, dass es eine Strafanzeige gab, die zurückgelegt wurde. Das heißt, die Vorgangsweise voriges Jahr war unter dem Titel humanitäres Einreiserecht gedeckt. Vollkommen klar, das kann man nicht immer machen und geschieht ja auch seit vielen Monaten so nicht mehr. Das ist mein Punkt 1. Aber ich danke, dass Sie endlich an meinem Tisch gelegt haben, was Ihre wahre Intention ist, nämlich Gesellschaft spalten, fliegender Wechsel in der Koalition. Weil das ist das, was Sie jetzt hier angedeutet haben. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie das einmal offen aussprechen und sich da nicht mehr zurückhalten, das ist einmal Punkt 1. Und ich würde Sie eine Frage stellen. Sind Sie jetzt wirklich bereit, sich von Ihrer Burschenschaft zu distanzieren, die in Ihren Festschrift drinnen stehen hat, die Nation Österreich ist eine Fiktion? Ist Ihnen das ein Lachen wert, wirklich? Mir ist die Nation Österreich keine Fiktion. Und ich würde Sie dringlich bitten, da mir auch was klarzustellen. Sie sind heute derartig verzweifelt und deprimiert. Als ich Sie gesehen habe, vor 6 Wochen waren Sie noch ein fröhlicher Mensch und heute sind Sie derartig verbissen und ich bin weder deprimiert noch verzweifelt. Also zu meiner Schülerverbindung. Du hast die Marco Germania als Schülerverbindung? Ja. Seine Schülerverbindung, eine schlagende Studentin. Wollen Sie noch ein bisschen reden? Ich gebe Ihnen Zeit, weil... Wenn Sie reden, bekomme ich mehr Stimmen, als wenn jeder andere Kandidat spielt. Ich gebe Ihnen, schenke Ihnen noch eine Minute, wenn Sie wollen. Bitte. Machen Sie das nicht so lächerlich, ganz lieber Antworten. Danke, das ist nett, Herr Hunsdorfer. Also, es steht in den Statuten überhaupt nichts davon, dass Österreich keine Nation ist. Aber ich weiß, Sie können nicht unterscheiden. Sie haben auch schon. Sie haben ja auch schon. Sie haben ja auch schon. Darf ich antworten? Ich möchte, das trotzdem noch klarstellen. Ich glaube, es wird auch fürs Publikum dann ein bisschen zu kompliziert, wenn Sie sich jetzt sehr insidermäßig Dinge unterstellen. Sie wollten wissen, wie Sie es mit Ihrer Burschenschaft der Mitgliedschaft halten. Vielleicht kann man darauf eine Antwort bekommen. Noch einmal.
Es steht in den Statuten überhaupt nichts davon, dass Österreich keine Nation ist. Und ich weiß, Sie tun sich schwer beim Unterscheiden. Sie haben ja schon 2006 oder 2005 als ÖGB-Verantwortliche eine Anwesenheitsliste unterschrieben, was Sie gesagt haben, im Standard-Interview. Sie sollten wirklich besser recherchieren. Wollen Sie wieder reden oder darf ich? Danke. Sie haben eine Anwesenheitsliste unterschrieben, haben Sie gesagt, und haben damit 1,5 Milliarden Euro an Gewerkschaftsgeldern überwiesen. Ja. Sie haben im Standard gemeint, Sie haben geglaubt, das ist eine Anwesenheitsliste. Ja, so war das, so, darf so war ich das jetzt damals. Endlich einmal, damit Sie endlich einmal ich muss ja noch ausführen, damit Sie eine bessere Recherche haben, da haben Sie vom Notar das Gutachten. Ja, da müssen Sie den Standard verklagen. Ja, das ist schon alles dort erledigt. Wirklich? Haben Sie geklagt? 2006 haben Sie geklagt schon? 2006 erledigt, das schenke ich Ihnen. Aber Sie haben doch selbst im Interview gesagt, Sie haben geglaubt, das ist eine Anwesenheitsliste. Das ist alles schon gesagt, lange der erledigt. Der Zeknisch hat gesagt, das ist in Ordnung. Ja, das und ich habe das unterschrieben. Eine Beschlusslage des ÖGB, Sie haben überhaupt nichts unterschrieben. Sie können das gerne haben. Meine Herren, das ist, glaube ich, wirklich sehr detailliert, wenn Sie über Sitzungen und Statuten... Die erfolgreiche Barwerkssanierung wird mir unterstellt, dass ich unerfolgreich war. Das ist alles. Ja. Ja, erfolgreich waren Sie nicht. Naja, eigentlich schon. 3,2 Milliarden verkauft. Das nicht so schlecht. Ist auch Geschichte und ist jetzt hier an Ort und Stelle nicht genau zu klären, wie die Unterschriften zustande gekommen sind. Ich wollte eigentlich wieder zurückkommen zur Eingangsfrage, wie das mit den Regierungen ist, die ja vom Bundespräsidenten angelobt werden, allenfalls entlassen werden können. Warum, glauben Sie, wird das überhaupt in diesem Wahlkampf in dieser Intensität diskutiert, wie das in anderen Wahlkämpfen nicht der Fall war und insbesondere unter der Zeit nie Thema ist, dass der Bundespräsident eine solche Stärke auch in der Ausübung seiner Macht haben soll? Ich glaube, weil wir noch nie eine so schwache Regierung hatten. Also jeder, der politisch denkt und sich zurückerinnern kann, wird sagen, wir hatten noch nie eine so schwache Bundesregierung, noch nie einen so schwachen Bundeskanzler. Und genau deswegen ist ja die Rolle des Präsidenten jetzt ebenso wichtig, weil er dann, wenn so etwas passiert, dass es eine Regierung gibt, die einen Fehler nach den anderen macht, dann auch gefragt ist und sein ganzes Gewicht einbringen muss als einziger direkt gewählter Bundespolitiker, den es gibt. Und der hat auch die Verantwortung für Österreich. Und er muss sein ganzes Gewicht einbringen, um Österreich vor weiterem Schaden zu schützen. Erstens einmal haben wir sehr komplexe Herausforderungen, die wir auch in diesem Land auch noch nie gekannt haben. Und dass die Regierung schwach ist, wird die Regierung selber zurückweisen. Aber eines darf ich Ihnen auch sagen, wir sind in der Regierung gesessen, bin nicht Sie als Person. Sie waren damals Landesparteisekretär in Burgenland. War die Regierung so stark, dass 250.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um ihr gegen die damaligen Reformvorhaben zu protestieren. Und das haben wir jetzt alles nicht. Ich weiß nicht, wo da die Stärken und Schwächen sind. Wir haben komplexe Herausforderungen, ist gar keine Frage. Wir haben eine weltweite Flüchtlingskrise. Wir haben natürlich in Europa ein enormes Solidaritätsproblem. Das ist alles ganz, ganz klar. Und das bedeutet natürlich auch für die Regierung eine spezielle Herausforderung. Ja, das hat aber schon Sie gesagt, alles ist fürchterlich kompliziert. Nein, haben Sie nicht gesagt, aber wie Sie in der Regierung gesessen sind, oder Ihre Partei besser gesagt, da waren 250.000 Menschen auf der Straße, um dagegen zu protestieren. Also nur unzufriedener, Sie meinen, dass es jetzt so auf die Unzufriedenheit zurückzuführen, dass das auch Thema im Wahlkampf ist, was der Bundespräsident in Zusammenhang mit der Regierung tun kann. Ich möchte auf ein nächstes Thema kommen, Sicherheit. Sie plakatieren das beide, beziehungsweise inserieren, verwenden diesen Begriff. Anknüpfend daran geht es mir jetzt auch um die Folgen des Terrorismus, wie wir in Europa zuletzt erlebt haben und welche adäquate Reaktionen es darauf gibt. Und möchte in diese Frage auch verpacken, wie viel Privatsicherheit verträgt? Möglichst wenig. Es ist so, dass die Exekutive bestmöglich ausgestattet werden muss. Die Regierung hat Polizeiinspektionen geschlossen und behauptet, damit bekommen wir mehr Sicherheit. Das ist so, als würde man Spitäler schließen und sagen, dann werden die Menschen alle gesünder. Das ist ja nicht der Fall. Und das Bundesheer wurde finanziell ausgehungert. Wir haben Ausgaben von 0,55% des BIP für Landesverteidigung. Der Schnitt der OECD-Staaten liegt bei 1,6%. Wir brauchen aber eine Milliarde. Verantwortlich ein roter Verteidigungsminister, ein schwarzer Finanzminister. Und ich sage Tosko Zil, ein Mann aus der SP Burgenland. Wir stehen mit der SP Burgenland in Koalition, macht es wesentlich besser. Der bemüht sich wesentlich mehr, aber auch er wird Geld brauchen, damit das Bundesheer finanziert werden kann. Und wir brauchen hier etwa 1% des BIP, denn wir sind verpflichtet in unserer Verfassung, unser Staatsgebiet auch verteidigen zu können.
Ich vertraue voll unserer Exekutive und Sie wissen selber, dass unsere Exekutive entsprechend aufgerüstet wurde und das Bundesheer ist jetzt auch entsprechend in der Pipeline. Aber Herr Ingenieur Hofer, darf ich Ihnen eine wirkliche Frage stellen? Sie sind ja Waffenpassbesitzer. Ihr Team hat schon wieder was vorbereitet für Sie. Nein, bitte lesen Sie runter. Nicht. Nein, ich brauche das nicht. Ich kann Sie direkt anschauen. Sie haben ja selbst gesagt, Sie besitzen einen Waffenpass, Sie besitzen eine Waffe. Sie haben auch gesagt, Sie verwenden sie von Zeit zu Zeit als Sportschütze und Sie verwenden sie, tragen sie aber auch bei gewissen Veranstaltungen. Haben Sie den Parlament auch schon mal gehabt? Weil ehrlich gesagt, so einen Präsidenten möchte ich nicht haben. Sie sind so, ich weiß nicht, irgendwer bereitet Ihnen etwas vor und dann müssen Sie das unbedingt anbringen, auch wenn es nicht dazugehört. Es gehört zur Sicherheit, ja. Private Sicherheit. Das war die Frage, um die es gegangen ist. Weil ich möchte nicht einen Präsidenten total haben. Total verzweifelt. Der ist weder verzweifelt noch sonst was. Herr Ingenieur Hofer, wenn Sie jetzt glauben, Sie können da schon erzählen, nicht besser. Wir können auf dieser Metaebene bleiben und auch über das Gespräch sprechen, sehr gerne. Nüchterne Fragen. Aber vielleicht kommen wir doch zur Sache wieder. Sage ich nüchterne Fragen. Wäre das nicht so schlecht? Was wollen Sie die Frage beantworten? Ob Sie die Waffe auch tragen, wenn Sie ins Parlament gekommen sind? Die Hausordnung verbietet doch, dass im Parlament eine Waffe getragen wird. Das ist ja völlig undenkbar. Sehr nett. Ja. Ist das ein Statement, ist das ein Zeichen, wenn Sie sich zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise eine Waffe zulegen? Nein. Weil Sie gesagt haben, vor einem halben Jahr war das der Fall. Ich habe mir eines vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, als Politiker klare und ehrliche Antworten zu geben. Die Menschen haben das Politsprech so satt, wo herumgeredet wird. Es gibt keine Probleme, alles ist toll. Dreimal um den Kreis, bis eine Antwort kommt. Und als ich gefragt worden bin, ob ich eine Waffe habe, habe ich gesagt, ja. Ich habe eine Waffe. Das war eine ehrliche Antwort und mir ist es immer wichtig, ehrlich zu sein und eine klare Antwort zu geben. Ich gehe sehr sorgsam damit um. Sie ist zu Hause sicher verwahrt, fest verschlossen. Und jeder, der eine Waffe besitzt, muss auch streng geprüft werden, psychologisch, muss sich einer Schulung unterziehen und so weiter und so fort. In Ihrer Gemeinde, wo Sie jetzt leben, in dem Zweitwohnsitz, gibt es auch einen Schützenverein. Ja? Und Sie werden doch nicht sagen, dass dieser Schützenverein etwas Negatives ist. Es geht nicht um einen Schützenverein, weil das ist ein Sportschützen, ich war dort schon dort. Ja, das sehen Sie. Das alles. Toller Verein, ja. Also ist ein FPÖ-Mann, der darf aus Ihrem Büro, lebt in der Gemeinde, wird Ihnen alles erzählen, was ich dort tue. Ja. So ist es. Sehen Sie. Gut, also die Sicherheitsfrage ist jetzt mehr auf das private Schießen und den Schützenverein gegangen. Wir hätten auch über Bürgerwehren oder Bürgersicherheitsbeauftragte sprechen können, wie sie Sicherheitsbürger heißt, wie die scheidende Frau Innenministerin noch so eine letzte Initiative gesetzt hat. Aber ich muss jetzt, weil wir schon am Ende der Zeit sind, zur Schlussfrage kommen, etwas ganz anderes. Sie stellen beide den Anspruch auch, die Arbeiterschaft zu vertreten, jedenfalls wenn man sich das Wählerspektrum anschaut, das Ihre Parteien bei Nationalratswahlen wählt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sehr muss man auch im Erscheinungsbild, im Auftreten, im eigenen Auftreten dem nahe sein? Braucht es wieder eine Präsidentenvilla? Auf keinen Fall. Ich habe nie gesagt, dass ich eine brauche. Ich will keine. Ich will keine Präsidenten wieder. Es braucht keine. Ich brauche keine. Sie können alle Empfänge zu Hause machen. Wäre das etwas, was das Amt braucht? Also der Funktionsträger, nicht, wer immer es ist? Dass es eine Villa sein muss. Und ich möchte auch sagen, dass ich einer der wenigen bin, der auch gearbeitet hat in der Privatwirtschaft. Mir sind die Finger angefroren am Triebwerk, am Flughafen Wien bei meiner Arbeit, während andere noch nie in der Privatwirtschaft tätig waren. Also nicht. Vielen Dank Ihnen beiden für diese Runde und wir schauen uns an, wie darauf reagiert wird.